Der Traum von NHL-Goalie Philipp Grubauer und den Colorado Avalanche ist geplatzt. Bildergalerie US Sport. Die teuersten Verträge aller Zeiten. 21 Bilder. Sie unterlagen den San Jose Sharks in Spiel 7 der Konferenz-Semifinals mit 2:3 und sind damit aus den NHL-Playoffs ausgeschieden. Söderholm hofft auf Grubauer. Dadurch steht der deutsche Goalie aber für die Eishockey-WM 10. bis 26. Live im Free TV auf Sport 1 zur Verfügung und könnte von Bundestrainer Toni Söderholm nominiert werden. Service: Alle Infos zur Eishockey-WM, jetzt aktuelle Eishockey-Fan-Artikel kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Er würde 100%ig die Mannschaft verbessern, sagte Bundestrainer Toni Söderholm nach dem ersten Training in Kosice. Er hat in den letzten Monaten so stark gespielt. Der Torwart hatte zuletzt sein Interesse an einer WM-Teilnahme bekundet. Im entscheidenden Spiel zeigte Grubauer 24 Paraden und kam auf eine Safe-Quote von knapp 89%. Die Tore für die siegreichen Sharks, die nun auf die St. Louis Blues treffen, erzielten Thomas Hertel, Jonas Donskoi und Joe Pavelski. Auf Seiten der Avalanche trafen Tyson Jost und Mikko Rantanen. Im Osten treffen die Boston Bruins auf die Carolina Hurricanes. Let's block it's white.